So today we welcome Dr. Stephanie Donner. She obtained her PhD in Potsdam, where she focused on moment tensor inversion and the following seismotectonic interpretation. And then she went on to do a postdoctoral position at the LMU in Munich. There she extended her expertise to include rotational seismology. And as you will see in her lecture, she found very interesting ways to combine that with moment tensor inversion. Since 2018, Dr. Donner now works at the BGR, which is the Federal Institute for Geosciences and Natural Resources. And there she currently leads the unit for monitoring and verification, whose responsibilities include the Federal Seismological Survey and the Nuclear Test Ban Treaty verification. Dr. Donner obtained her habilitation at the LMU in Munich, and the lecture today is in the context of transferring her vigna legendi to the University of Hamburg. So Stephanie, we're looking forward to hearing your lecture, and the stage is yours. Ja, danke für die Einleitung. Ich habe mich entschlossen, die Folien auf Englisch zu halten, aber auf Deutsch zu reden. Ich möchte Ihnen mit dieser Vorlesung einen Überblick geben über meine Expertise, mit der ich dann hoffentlich bald bei Ihnen den Lehrplan gewinnbringend bereichern kann. Und ich habe mich bemüht, das Niveau so zu halten, dass sowohl die Bachelor- als auch die Masterstudierenden unter Ihnen wirklich gut folgen können. Das heißt, ich habe viel von den mathematischen und physikalischen Herleitungen weggelassen. Und ich hoffe, es ist mir trotzdem gelungen, auch für die Fortgeschritteneren unter Ihnen einen interessanten Vortrag zu gestalten. Es ist schon ein bisschen angeklungen. Ich würde mich selbst als klassische Observatoriumsseismologin bezeichnen. Das bedeutet, dass ich wirklich noch mit Wiggles arbeite und nicht so wie Celine mit den Wiggles vom Hintergrund rauschen, sondern tatsächlich Wiggles von echten Ereignissen und mit dem Hintergrund des Comprehensive Test Ban Treaty oder Kernwaffen-Teststopp-Vertrages auf Deutsch, kompliziertes Wort, stellt sich oft genug die Frage, wenn man jetzt auf so eine Aufzeichnung schaut, was war es denn nun? Ein Erdbeben oder eben doch ein verbotener Nukleartest? Celine hat es schon erwähnt, dass der Fachbereich und auch mein Arbeitsbereich, in dem ich arbeite, dort Verpflichtungen hat bezüglich des CDBD. Wir sind das nationale Datenzentrum für die CDBDO hier in Deutschland. Und einige unter Ihnen werden zukünftig die neue Generation von Seismologen stellen. Und vielleicht wissen Sie es gar nicht so oder sind sich dessen nicht bewusst, aber Sie haben ziemlich viel mit den Pionieren der Seismologie von vor 130 Jahren gemeinsam, nämlich das Problem der Daten. Die Pioniere damals hatten das Problem, zu wenig Daten zu haben oder nur sehr schlecht ranzukommen. Bei Ihnen ist es genau das umgekehrte Fall. Sie haben viel zu viel Daten und werden Methoden lernen, wie man durch Big Data Methoden oder Machine Learning diese auswertet. Hier in diesem Vortrag möchte ich Sie nochmal zurückführen in die Anfangsphase. Stellen Sie sich vor, für dieses jetzt hier kritische Ereignis haben wir nur diese eine Aufzeichnung von der Station in Peking. Drei Komponenten. Wie gehen wir da jetzt ran, um nachweisen zu können, dass es ein Erdbeben oder ein Nukleartest war? Und wir müssen es hieb- und stichfest nachweisen. Nun, das Erste, was wir sehen, ist ein relativ langes Seismogramm mit 800 Sekunden. Und man sieht auch, dass die Energie nach den 800 Sekunden noch nicht gänzlich abgeklungen ist. Das heißt, wir befinden uns wahrscheinlich so ungefähr im regionalen Entfernungsbereich von der Station entfernt. Wir können auch den P-Welleneinsatz sehr, sehr deutlich sehen. Und außerdem sehen wir zwischen 200 und 400 Sekunden einen sehr dominanten Wellenzug. Das sind die Oberflächenwellen. Was wir nicht so richtig erkennen können, ist, wo zwischen P- und Oberflächenwellen eine S-Welle liegt. Das ist ein erstes Zeichen, was wir im Hinterkopf behalten. Und auch die Energie, die in den Oberflächenwellen steckt, ist für uns ein erstes Zeichen, dass wir es hier mit einem flachen Ereignis zu tun haben. Außerdem wissen wir noch, weil wir die Daten ja selber geplottet haben, die 0 Sekunden entsprechen dem 3. September 2017 um 3.30 Uhr UTC. In Peking war das Lokalzeit 11.30 Uhr. Als erstes können wir uns dann jetzt die Relativzeiten für die Ankunft der P-Welle bestimmen und auch von der S-Welle mit ein bisschen Erfahrung und Reinzoomen in Zeit und Amplitude findet man sie dann doch noch bei ungefähr 255 Sekunden.
Das reicht uns schon, um zumindest die Entfernung erstmal zu bestimmen. Wenn Sie sich an die Anfänge Ihres Physikunterrichts erinnern, Laufzeit ist Entfernung durch Geschwindigkeit. Wenn wir noch die Herzzeit dazu nehmen, haben wir die absolute Laufzeit. Wir haben zwei Phasen gepickt, also können wir sowohl für die PG als auch für die SG-Phase hier diese Gleichung aufstellen. Zwei Gleichungen, zwei Unbekannte, ein bisschen umstellen, fliegt eine Unbekannte wieder raus. Und wir haben eine Gleichung für die Entfernung in Abhängigkeit der Ankunftszeiten von P- und S-Welle und den PG- und SG-Geschwindigkeiten, die wir aus unserem Standardgeschwindigkeitsmodell entnehmen können. Egal welches, AK 135, Brem macht nichts. Vielleicht stutzen Sie jetzt schon. Hier gibt es einen Widerspruch. Wir haben gesagt, die Länge des Seismogramms deutet darauf hin, dass wir im regionalen Entfernungsbereich sind, aber PG und SG sind definitiv lokale Phasen. Das heißt, so können wir die Gleichung nicht anwenden, aber mit ähnlichen Überlegungen und der zusätzlichen Annahme, dass wir es hier mit einem idealen Poisson-Material zu tun haben, können wir eine ähnliche Gleichung für den regionalen Entfernungsbereich aufstellen. Die ist dann sogar noch mal einfacher. Wir brauchen einfach nur die relative Zeit zwischen P- und S-Wellenankunft mit 10 multiplizieren. Et voilà, mit einem entsprechenden Kartenmaßstab können wir jetzt rings um unsere Station in Peking einen Kreis ziehen und wir wissen, irgendwo auf diesem Kreis befindet sich unser Ereignis. Und um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, wie erstaunlich präzise die eigentlich doch relative grobe Daumenregel funktioniert, habe ich Ihnen hier nochmal aufgeschrieben. Mit diesem Ansatz bekommen wir eine Entfernung von 1110 Kilometer. Wenn ich jetzt von den bekannten Koordinaten sowohl von Station als auch Ereignis ausgehe und die Entfernung berechne, komme ich auf 1096 Kilometer. Gar nicht mal so schlecht. Um jetzt aber genau zu wissen, wo auf diesem Kreis das Ereignis ist, Latitude, Longitude bestimmen zu können, brauchen wir jetzt noch eine Richtung. Auch das lässt sich theoretisch aus einer einzigen Registrierung mit drei Komponenten ableiten. Dafür nutzen wir die Polarisation der P-Welle. Dies ist nämlich linear in der vertikalen und radialen Richtung bestimmt. Das heißt, wir können jetzt aus den Horizontalkomponenten, oder besser gesagt aus dem Amplitudenverhältnis der Horizontalkomponenten, uns einen Richtungswinkel bestimmen. Dafür müssen wir die Amplitude des allerersten Einsatzes auf der E- und der N-Komponente bestimmen, berechnen daraus den Arcus Tangens. Und jetzt haben wir hier nur noch ein kleines Problem. Wir wissen nicht, ob es sich bei dem so berechneten Winkel um den Azimut handelt, also den Winkel, der von der Station in Richtung Ereignis blickt, oder um den Back-Azimut, der vom Ereignis in Richtung Station blickt. Das können wir uns dann mit Hilfe des Ersteinsatzes von der Vertikalkomponente noch ableiten. Haben wir da ein Down? Es ist der Azimut. Haben wir auf der Vertikalkomponente zuerst ein Up, dann ist es der Back-Azimut. Das habe ich für unser in Frage stehendes Ereignis einmal durchexerziert und komme hier auf Winkel von 66 und 246 Grad. Und Spoiler, das ist falsch. Der echte Winkel berechnet aus den Koordinaten beträgt nämlich 45 Grad. Sie ahnen es schon, auch diese Methode ist eigentlich nur für den lokalen Entfernungsbereich anwendbar. Jetzt in der modernen Zeit haben wir das Glück, dass wir noch eine zusätzliche Messgröße verwenden können. Wenn Sie erst einmal nur die Grafik unten links beachten, wenn der Untergrund durch ein wie auch immer geartetes Ereignis angeregt wird, hat er im Prinzip 6 Freiheitsgrade. In der klassischen Seismologie bisher haben wir nur die 3 Freiheitsgrade der Translation berücksichtigt. Das ist hier in der Grafik mit dem Buchstaben U bestimmt und die Bewegungsrichtung ist parallel der Raumachsen. Zusätzlich haben wir noch die 3 Freiheitsgrade der Rotation. Das ist dann die Bewegungsrichtung um die Achsen drumherum und unsere komplette Bodenbewegung, die durch ein Ereignis angeregt wird, können wir also durch Linearkomponenten dieser 6 Komponenten darstellen. Seit Jahr 2017, 2018 können wir diese Rotationsdaten auch mit portablen Geräten messen. Das sehen Sie da oben links. Das grüne ist das klassische SDS-2-Seismometer, was Sie sicher schon gesehen haben, womit wir die Translation messen. Und das schwarze ist ein Rotationssensor für die Rotation. Beides auf die gleiche Grundplatte gestellt, können wir die 6 Komponenten gemeinsam auswerten. Rechts habe ich Ihnen ein paar synthetische Wellenformen gezeigt von einem und dem gleichen Ereignis.
in ein und derselben Entfernung, aber von unten nach oben in unterschiedlichen Azimutwinkeln, einmal im Kreis herum. Von links nach rechts haben Sie die drei Komponenten x, y und vertikal. Und was Sie hier erkennen können, ist, dass die Amplitudenverhältnisse zwischen Translation und Rotation ganz systematisch mit dem Azimut abhängen. Und das können wir uns für viele, viele Anwendungen nutzbar machen. Wir können nämlich für die Love- und SH-Wellen diese Gleichung daraus ableiten, dass das Verhältnis zwischen transversaler Beschleunigung und vertikaler Rotationsrate das Zweifache der Phasengeschwindigkeit unter unserem Messpunkt beträgt. Das heißt, wir können mit einer 6C-Messung, einer Punktmessung, Informationen über die Struktur unter unserem Messpunkt erhalten. Wie hilft uns das jetzt, die Richtung für unser kritisches Ereignis zu bestimmen? Nun, wir brauchen die transversale Komponente der Translation. Und um die zu erhalten, brauchen wir den Backazimut. Das habe ich wieder in der Grafik unten links dargestellt. Wir messen unsere Daten im vertikalen Nord-Ost-Koordinatensystem in lila. Und mithilfe des Backazimuts können wir die Nord- und Ostkomponente rotieren in das sogenannte ZRT-System. Damit haben wir jetzt die Radialkomponente, die von der Station direkt auf das Ereignis zeigt, und die Transversalkomponente orthogonal dazu. Sinn und Zweck der Übung ist es, dass wir so auf den drei Komponenten die unterschiedlichen Wellenfeldanteile theoretisch komplett sauber voneinander getrennt haben, sodass wir auf der Transversalkomponente der Translation nur noch SH- und LAR-Wellenenergie haben. Das heißt, diese Gleichung, wie sie hier steht, gilt auch nur für das Zeitfenster ringsum SH- und LAR-Wellen. Für Radialwellen kann man eine ähnliche Gleichung ableiten. Das machen wir jetzt zunutze, indem wir unser komplettes Seismogramm hier jetzt auf 4000 Sekunden Länge in einem gleitenden Zeitfenster von, ich glaube, hier habe ich 30 Sekunden gewählt, analysieren. Das heißt, dieses gleitende Zeitfenster schieben wir von links nach rechts über das komplette Seismogramm. Sie sehen hier in der oberen Spur in schwarz die Beschleunigung, die Translation und in rot die Rotation. Wir hatten ja am Anfang gesagt, unser Ereignis ist von 2017. Die portablen Geräte gibt es erst so seit 2017, 2018. Das heißt, die Daten hier sind gemessen an einem nicht portablen Gerät, an einem Ringlaser, eine fest installierte große Installation. In diesem Fall steht die hier in Wetzel im Bayerischen Wald und die ist von unserer chinesischen Station so Pi mal Daumen 74 Grad entfernt. Gut. Kommen wir nochmal runter zu dem unteren Plot, das gleitende Zeitfenster. In jedem dieser gleitenden Zeitfenster, das sind die vertikalen Striche, die Sie da sehen, nehmen wir jetzt einen theoretischen Backazimutwert an und gehen alle Backazimutwerte zwischen 0 und 360 Grad in, ich glaube, 5 Grad-Schritte habe ich hier gewählt, einmal durch. Und für jedes Backazimut in dem Zeitfenster berechnen wir die Kreuzkorrelation zwischen Rotationsrate und Beschleunigung. Hohe Kreuzkorrelationswerte werden hier in roten Farben dargestellt und der höchste Kreuzkorrelationswert in jedem Zeitfenster ist durch einen schwarzen Punkt markiert. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Zeitfenster an der Stelle den echten Backazimut bestimmt haben. Der tatsächliche Backazimut ist hier durch den grauen Balken bei 45 Grad markiert. Sie sehen, dass im ersten Teil des Seismogramms bis ungefähr 2400 Sekunden das Bild durcheinander geht und auch wir keine sehr ausgeprägten Rottöne haben, also eine sehr schlechte Kreuzkorrelationskoeffizienten. Erst in dem Zeitfenster so um die 2500 Sekunden rum, also da, wo wir Love-Wellenenergie haben im Seismogramm, da sehen wir, haben wir sehr gute Kreuzkorrelationswerte und die in den Zeitfenstern bestimmten Backazimutwerte schwanken so ein bisschen um den tatsächlichen Wert herum. Wir nehmen uns also jetzt dieses Zeitfenster und auch nur die Werte für den Backazimut, wo wir hohe Koeffizienten haben und können uns dadurch jetzt einen mittleren Backazimut für unser kritisches Ereignis von 50 plus minus 12 Grad bestimmen. Ich hatte es ja schon erwähnt, der echte Winkel ist 45 Grad, passt also ganz gut. So, das heißt, wir können jetzt auf unserem Kreis einen Stern an die Stelle markieren, wo unser Erdbeben ist. Wir haben Latitude und Longitude bestimmt. Und Überraschung, das ist so ziemlich genau die Lokation vom Punggye-ri-Nuklear-Testgebiet von Nordkorea.
Kann sein, dass ich zwischendurch für Nordkorea die Abkürzung DPRK benutze. Das ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung Democratic People's Republic of Korea. Ist also ein sehr deutlicher Hinweis, dass unser in Frage stehendes Ereignis tatsächlich ein Kernwaffentest war. Aber angenommen, der Diktator da drüben würde das abstreiten. Können wir uns schon sicher sein? Können wir ein Erdbeben ausschließen? Eher nicht. Was könnte uns noch helfen? Naja, zu einer anständigen Lokalisierung gehört neben Latitude und Longitude auch noch die Tiefe. Wieso ist die hilfreich, um zwischen Erdbeben oder Explosionen zu unterscheiden? Die Erde hat einen Radius von 6.371 Kilometer. Niemand ist so weit jemals vorgedrungen. Das tiefste Bohrloch, was es weltweit gibt, das ist auf der Kola-Halbinsel und hat eine Tiefe von 12 Kilometern. Das zweitiefste ist übrigens in Deutschland, bei Wendisch-Elchenbach mit 9 Kilometern. Das heißt, wenn wir jetzt mit sehr sicher eine Tiefe bestimmen können, die tiefer als diese 12 Kilometer liegt, können wir aufhören, war definitiv ein Erdbeben. Alles, was flacher ist, müssen wir nochmal genauer schauen. Zur Bestimmung der Tiefe aus einer einzigen Registrierung können wir mit viel Glück uns der Tiefenphasen bedienen. Das will ich hier in der Folie einmal das Konzept erklären. Links sehen Sie jetzt ein Seismogramm von einem anderen Ereignis. Das ist in der Okhotsk-See mit einer Magnitude 6,7. Die Okhotsk-See ist irgendwo hinter Sibirien. Aufgezeichnet sind hier die Seismogramme an der Station in Kolm in Sachsen. Wir haben jetzt hier Verschiebungsdaten in Meter und die Daten sind auch gefiltert mit einem Highpass 20 Sekunden, sogenannter Kirnos-Filter. Die Erdbeben der Okhotsk-See sind immer wunderschön, weil sie diese herrlich deutlichen, tollen Phaseneinsätze zeigen. Fünf davon habe ich Ihnen markiert auf der Vertikalkomponente, die direkte P-Phase und die Tiefenphase der P, klein p, groß P. Und auf der Nordkomponente direkt S, Tiefenphase, kleines, groß S. Und nur zur Orientierung noch die an der Kernmantelgrenze reflektierte S-Phase. Links sehen Sie die Laufwege dieser fünf Phasen dargestellt, einmal im radialsymmetrischen System, dass man sich das in der Erde besser vorstellen kann und für mehr Details dann in dieser linearen Darstellung. Und auch hier wieder der orangene Laufweg entspricht einfach nur zur Orientierung der an der Kernmantelgrenze reflektierten S-Phase. Die direkten P- und S-Wellen, das ist blau und gelb in den rechten Abbildungen, die laufen jetzt vom Ereignis, vom Stern, erstmal nach unten in den Mantel weg, werden dort nach oben gebrochen und laufen dann zur Station. Die tiefen Phasen, klein p, groß p, kleines, groß s in rosa und rot, die haben mehr oder weniger den gleichen Weg. Das sieht man besonders schön oben im radialsymmetrischen Ansicht. Der einzige Unterschied zur direkten Phase besteht jetzt darin, dass die vom Ereignis aus nicht nach unten laufen, sondern erstmal nach oben zur Erdoberfläche. Dort werden sie reflektiert und erst dann begeben sie sich auf den gleichen Weg wie die P- und S-Welle. Und dieser kleine Unterschied des nach oben Weglaufens ist im Verhältnis zur Entfernung zwischen Ereignis und Station sehr gering. Das heißt, der Zeitunterschied im Seismogramm zwischen direkter und tiefen Phase ist einzig und allein auf diesen kleinen, geringen Zeitweg von der Tiefe des Ereignisses an die Erdoberfläche bestimmt. Nehmen wir uns wieder die Geschwindigkeit für P- und S-Phase aus unserem Modell und können aus dieser Zeitdifferenz eine Tiefe berechnen. So, schauen wir mal, ob das mit unserem kritischen Ereignis funktioniert. Oben links nochmal das komplette Seismogramm und unten rechts ein Zoom-in in dem Bereich, wo man P und noch ein bisschen von der S-Welle sieht. Auch hier, das sieht jetzt ein bisschen anders aus als wie das, was ich vorhin gezeigt habe, weil wir jetzt hier Verschiebungsdaten haben. Auch wieder Hochpass gefiltert bei 20 Sekunden. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Keine Tiefenphase. Das bedeutet, nun, es kann bedeuten, dass wir vielleicht noch nicht weit genug weg sind von unserer Station. Tiefenphasen bilden sich erst ab einer bestimmten Mindestentfernung aus. Aber der wichtigere Grund, warum wir sie nicht sehen, ist, dass es sich hier wahrscheinlich um ein flaches Ereignis handelt.
Wohlgemerkt, das ist jetzt schon der zweite Hinweis, dass es sich um ein flaches Ereignis handelt. Der erste war die dominante Energie in dem Oberflächenwellenzug. Okay, was machen wir jetzt? Also aus diesem einzelnen Registrierung kriegen wir keine Tiefe. Meine Kollegen haben sich was sehr Cleveres einfallen lassen, um dieses Ereignis doch noch sehr gut in seiner Tiefe zu bestimmen. Und zwar haben sie die Daten von 4 kleinen Arrays in Nordamerika verwendet. Das ist oben auf der Karte zu sehen. Eins dieser Arrays kennen Sie bestimmt alle, das Yellowstone mit der Abkürzung YKA. Arrays, das wissen Sie sicherlich, sind geometrische Anordnungen von seismischen Messinstrumenten auf sehr kleinem Raum, sodass der Abstand zwischen den einzelnen Instrumenten wesentlich kleiner ist als der Abstand zwischen dem Array und dem Ereignis. Das hat den Vorteil, dass wir zur Auswertung spezielle Array-Methoden verwenden können. Und eine davon ist die sogenannte Beambildung. Das heißt, wir verschieben alle Seismogramme eines einzelnen Arrays zu einem bestimmten Ereignis so, dass sie direkt übereinander liegen und summieren sie auf. Das hat den Vorteil, dass wir Rauschen unterdrücken können und das eigentliche Signal verstärken. Was Sie jetzt links in Schwarz sehen, sind die sogenannten Beams von den 4 Arrays, und zwar nur das Zeitfenster rings um die P-Welle. Die gestrichelten Linien markieren den theoretischen Einsatz von P, von der direkten P-Welle und der Tiefenphasen-P-Welle. Dann haben Sie noch, basierend auf einer Momententensorlösung, dazu komme ich später noch, und einer gemeinsamen Herzzeitfunktion, synthetische Beams für diese 4 Arrays berechnet, und zwar für verschiedene Tiefen. Dann kann man nämlich die Residuen, die Misfits zwischen dem tatsächlichen Beam und dem synthetischen Beam berechnen. Das kann man mit einem einfachen Least Square machen, L2-Norm, und dem Misfit versus durchgetesteter Tiefe plotten. Ne? Hier rechts haben wir in der Grafik ganz schlechte Misfits, und Misfit Minimum haben wir zwischen 400 und 800 Metern. Metern, es war also ein unglaublich flaches Ereignis. Auch das spricht wiederum eher für einen Nukleartest als für ein Erdbeben. Gut, trotzdem, können wir das Erdbeben schon ausschließen? Können wir eigentlich immer noch nicht so richtig. Was können wir noch machen? Wir können uns ja mal den Frequenzgehalt von unserer Aufzeichnung in Peking anschauen. Es gibt viele verschiedene methodische Ansätze und auch Codes, wie man sich den Frequenzgehalt eines Ereignisses anschauen kann. Was ich Ihnen hier zeige, ist so eine Art multiple Filteranalyse. Ganz oben sehen Sie nochmal die ungefilterte vertikale Spur und darunter dann insgesamt 6 verschiedene gefilterte von der gleichen Spur in verschiedenen Frequenzbändern, die Sie dann auch rechts sehen. Und auch hier sieht man wieder in den ersten beiden Bändern mit sehr, sehr geringen Frequenzen, also sehr hohen Perioden, was man auch sehr schön sieht. Die Oberflächenwellen, zuerst die Laufwellen, dann die Rayleighwellen. Die beiden Frequenzbänder, die danach folgen, sind so ein Mischmasch zwischen Oberflächenwellen und Raumwellen. Kann man relativ wenig erkennen. Höchstens vielleicht hier bei 0,5 bis 1 Hertz, dass man den Einsatz der S-Welle so ein bisschen erahnen kann. Spätestens ab 1 Hertz können wir Raumwellen sehr, sehr deutlich darstellen. Das ist ein wunderschöner Einsatz der P-Welle bei 5 bis 10 Hertz. Aber die S-Welle sehen wir auch hier wieder nicht so richtig, was auch typisch ist für ein explosives Ereignis. Sich so den Frequenzgehalt anschauen, ist das eine. Was Sie jetzt vielleicht nicht ganz so klar erkennen können, sind natürlich auch die unterschiedlichen Amplitudenskalierungen dieser 5 Spuren, die uns auch etwas aussagen, wie viel Energie denn von diesem Frequenzband in dem Gesamtseismogramm steckt. Auch daraus kann man Schlussfolgerungen ziehen, was den Mechanismus betrifft. Um sich das besser anzuschauen, kann man das Ganze auch noch in sogenannten Zeitfrequenzplots darstellen. Das habe ich jetzt hier für unsere 3 Komponenten an der Station in Peking gemacht. Von links nach rechts, vertikal, Nord-Ost. Sie sehen in der Mitte ein Spektrogramm, was uns mittels Farbkodierung angibt, wie viel Energie bei welcher Zeit für welche Frequenz vorhanden ist. Die Zeitspur sehen Sie immer unter dem Spektrogramm und das Frequenzspektrum dann links an dem Spektrogramm dran. Was Sie sehr schön sehen, ist der Plop bei dem Einsatz der Larvwellen. Da steckt sehr viel Energie drin, das sehen wir an den dunklen Farben. Und man kann auch so ein bisschen die Dispersionseigenschaften der Oberflächenwellen erkennen, das durch diesen Bogen hier.
Interessant ist auch hier jetzt noch der Maximalwert der Energie, der auf der vertikalen Komponente wesentlich höher ist als auf den horizontalen Komponenten. Auch das spricht eher für ein explosives Ereignis. Ne? Stellen Sie sich eine Explosion vor, die gesamte Energie wird radialsymmetrisch in alle Richtungen abgegeben und da ist relativ wenig Share-Anteil bei, den man auf den horizontalen Komponenten messen kann. Zum Vergleich habe ich Ihnen diese Zeitfrequenzplots mal für ein Erdbeben in Südkorea dargestellt. Hier sieht man schon im Spektrogramm, dass sich die Energie ein wenig anders über die Zeit und den Frequenzraum verteilt. Auch das Frequenzspektrum sieht durchaus ein wenig anders aus. Wir haben hier definitiv auch auf den Horizontalkomponenten mehr Energie in dem Frequenzbereich, der eher so für Raumwellen steht. Und den höchsten Anteil haben wir jetzt nicht mehr auf der Vertikalkomponente, sondern auf der Nordkomponente. Was Sie der Grafik jetzt nicht entnehmen können, ist, dass dieses Erdbeben in Südkorea eine fast reine Blattverschiebung ist. Und da ist es ziemlich normal, dass eine der Horizontalkomponenten sehr, sehr viel mehr Energie enthält als die andere. So, um jetzt aber wirklich nachweisen zu können, dass dieses Ereignis einen explosiven Charakter hatte, müssten wir uns noch den Mechanismus anschauen. Am besten über den seismischen Momententensor. Und das ist mathematisch erstmal nichts weiter als ein Tensor zweiter Ordnung. Ja, das heißt eine Matrix mit 9 Komponenten, wie sie hier grafisch auf der rechten Seite dargestellt wird. Und weil dieser Tensor symmetrisch ist, brauchen wir nur 6 dieser Komponenten bestimmen, um jegliche allgemeine Quellmechanismen darstellen zu können. Solange wir von einer Punktquelle ausgehen, das heißt, mit dem Momententensor ist eine Punktquellenrepräsentation. Wir gehen davon aus, dass sämtliche Energie an einem einzigen Punkt abgestrahlt wurde und die Ausweitung der Bruchfläche ignorieren wir dabei komplett. Diese Komponenten des seismischen Momententensors sind die Repräsentation der Kräftedipole, die wir brauchen. Aus deren Linearkombination können wir dann den Beachball, zum Beispiel so wie er da unten in der Mitte gezeigt ist, zusammensetzen. Und die Koordinaten entsprechen halt, sagen uns halt, an welcher Achse greift der Dipol an und in welche Richtung geht er. Aus diesem seismischen Momententensor können wir dann uns die Winkel für unsere Beachbälle ausrechnen, den Strike, Dip und Slip oder Break-Winkel, sodass wir einen klaren Mechanismus bekommen. Und gratis kriegen wir noch dazu die Magnitude des Ereignisses, weil das seismische Moment, aus dem wir die Momentenmagnitude berechnen, auf diesen seismischen Momententensor-Komponenten definiert ist. Einige von Ihnen fragen sich jetzt sicherlich, ja, wieso denn so kompliziert? So einen Beachball kriege ich auch, wenn ich die Ersteinsatzpolaritäten auf den vertikalen Komponenten von einem ganzen Netz bestimme. Ja, nein. In so einem Momententensor steckt sehr viel mehr. Wenn wir den nämlich zerlegen, das hier ist die klassische Zerlegung in 3 Komponenten, Double Couple, Isotropisch und CFVD, erfahren wir mehr. Ganz links sehen Sie den vollen Momententensor und Sie sehen, dass der grau schraffierte Bereich über die schwarzen Linien der Nodalflächen hinausgeht. Das ist kein Fehler im Plotten, sondern das ist die echte, wahre Darstellung eines vollen Momententensors, der weit mehr enthält als nur den Double Couple. Der Double Couple ist das, was zwischen den Nodallinien liegt. Das ist der tektonische Teil. Nur den können Sie aus den Ersteinsatzpolaritäten bestimmen. Das ist die Herdflächenlösung. Und dann kriegen wir noch zusätzlich den isotropischen Teil. Der gibt uns Informationen über die Volumenänderung in der Quelle, entweder explosiv oder implosiv, ist besonders in vulkanischen Regionen oder in geothermalen Regionen wichtig oder eben zur Diskriminierung von Erdbeben versus Explosionen. Der CFVD-Anteil ist ein bisschen komplizierter. Da gab es auch ziemlich lange Diskussionen, ob der überhaupt eine physikalische Bedeutung hat oder nicht einfach nur ein mathematischer Restterm unserer Inversion ist. Mittlerweile weiß man, dass er je nach geologischem Setting eine ganze Reihe von physikalischen Bedeutungen haben kann. Aber er kann auch ein Indiz dafür sein, dass unsere Inversion nach dem Momententensor irgendwie nicht stimmig ist, dass da noch was falsch läuft. Also ist beides.
Jetzt spreche ich die ganze Zeit von Inversion. Wie kommen wir denn an den Momententensor ran? Wir müssen unsere Wellenformdaten invertieren. Das ist also unser Input. Na klar, in dem Fall brauchen wir die Registrierung von mehr Stationen. Nur die aus Peking reicht uns nicht. Wir brauchen schon eine Handvoll, möglichst gut verteilt in Entfernung und Richtung rings um unser Ereignis. Und dann können wir ausgehen vom Newtons zweiten Gesetz. Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. In der Seismologie nehmen wir eher die differenzielle Form dieses Gesetzes. Das ist die Cauchysche Gleichung der Impulserhaltung. Hier haben wir denn die Kräfte auch gleich noch nach Körperkräften mit dem F und Oberflächenkräfte Tau getrennt. Gut, wie funktioniert jetzt so eine Inversion? Was wir haben, sind unsere Daten, die Seismogramme auf der rechten Seite. Was wir haben wollen, sind unsere Modellparameter auf der linken Seite. In unserem Fall sind das die 6 Komponenten des Momententensors. Und wir müssen jetzt beides in einer geeigneten, cleveren Weise durch ein quantitatives Modell verbinden. Das kann man auch nur Modell nennen oder Theorie. Gibt es verschiedene Begriffe für. Wenn wir diese Grafik von links nach rechts durchgehen, das heißt, wir nehmen Modellparameter an, wir würfeln uns unsere 6 Komponenten für den Momententensor, stecken die in das Modell rein und berechnen uns dann Beobachtungen. Das sind dann synthetische Seismogramme. Das nennen wir Vorwärtsproblem. In der anderen Richtung, wir haben unsere Daten, das ist das, was wir jetzt machen wollen. Wir müssen uns ein Modell aufsetzen und die Momententensorkomponenten bestimmen. Das ist das Inversionsproblem. Links, was wir brauchen. Rechts, was wir haben. Und in der Mitte heißt es klug entscheiden. Das ist jetzt ganz oberflächlich, ganz allgemein beschrieben. Mit dem, was hinter dieser Folie steht, kann man ganz locker 2 Semester lang eine komplette Vorlesung füllen. Und ich weiß, dass das bei Ihnen am Institut, die Lea Scharf, sehr gut macht. Vielleicht haben ja einige von Ihnen schon bei ihr die Details dieser Gleichung hören können. Zurück zu unserem Ereignis. Wir haben unsere Ausgangsgleichung, die für viele Dinge in der Seismologie die Ausgangsgleichung ist und mit ein paar physikalischen Annahmen und mathematischen Umformulierungen, die ich jetzt alle weglasse und hinter diesem schwarzen Pfeil verstecke, kriegen wir unser Modell. Unsere Bodenbewegungen U ergeben sich aus der Konvolution des seismischen Momententensors M mit den Greens-Funktionen G. Das ist eigentlich eine Konvolution. Mit weiteren vereinfachten Annahmen kann man daraus eine Multiplikation machen. Und die Greens-Funktion, das G, also diese gesamte Gleichung ist unser Modell. Und die Greens-Funktionen gehören zum Modell dazu. Sie sind definiert als die Antwort auf unser Medium, auf unsere Erdstruktur, auf eine impulsive Anregung. Sie sind abhängig von Koordinaten und Zeit, sowohl von der Quelle als auch von der Station. Und sie sind sozusagen Pseudoseismogramme, die beschreiben alles, was zwischen Ereignis und Station passiert. Meine Kollegen haben für unser fragliches Ereignis diese Inversion schon durchgespielt. Dafür haben sie die Software GROND verwendet. Das bedeutet, dass sie nicht einen einzigen seismischen Momententensor als Lösung bekommen, sondern ein ganzes Ensemble von Lösungen, die alle gleichwertig gut die Daten erklären können. Deshalb haben wir hier im Hudson-Plot eine ganze Wolke von Lösungen. Das ist der Hudson-Plot, der den dreidimensionalen Raum zwischen DC, ISO und CLVD in 2 Dimensionen runterbricht, sodass man auf den ersten Blick erkennen kann, hier in dem Fall haben wir einen sehr hohen positiven Isotropenanteil mit durchaus nicht zu vernachlässigen positiven CLVD-Anteil, aber so gut wie kein DC-Anteil. Das sieht man auch in der Zerlegung darüber, jetzt wieder als Beachbälle. Der volle Momententensor ganz links ist einfach schwarz. Das ist eine Explosion. Ganz klassisch. Wenn es eine Implosion wäre, zum Beispiel Einsturz eines ehemaligen Bergbaus, dann wäre das Ding komplett weiß. Und daneben sehen Sie dann die 3 Beachbälle von den 3 Komponenten ISO, CLVD und DC. Und die Größe der Beachbälle repräsentiert jetzt hier auch den Anteil, den der entsprechende Teil am vollen Momententensor hat. Und da sieht man auch sehr deutlich, dass der isotrope Anteil komplett dominiert. Ich hatte vorhin schon mal das Erdbeben in Südkorea als Vergleich herangezogen bei dem Zeitfrequenzplot. Jetzt ziehe ich es wieder als Vergleich heran. Gleiches Inversionsschema. Und wie Sie sehen, das Ensemble-Set von Lösungen
für diese Inversion clustert ganz wunderbar, sehr zentral in diesem Hudson-Plot um den DC-Anteil herum und auch in der direkten Darstellung der einzelnen Anteile am vollen Momententensor ganz oben sehen Sie, dass der Beachball für den DC die beiden anderen komplett überlagert. Klassisches Ereignis versus Explosion. Damit haben wir jetzt schon ziemlich hieb- und stichfest und fast juristisch sicher nachgewiesen, unser kritisches Ereignis war ein verbotener Kernwaffenteststopp. Wir könnten das Ganze jetzt noch viel weiter analysieren. Wir können Infrasounddaten verwenden. Die Kollegen haben das gemacht, oben rechts, auch wieder in Abhängigkeit von Frequenz und Richtung. Man könnte, wenn man sich nah an der Küste befindet, auch hydroakustische Daten analysieren. Das ist hier nicht gemacht. Ganz wichtig im Rahmen von CDBTO ist natürlich die Yield-Abschätzung. Wie viel Tonnen TNT ist denn da eigentlich in die Luft gejagt worden? Das kann man auf Basis mit Hilfe von Relationen mit der auf Basis der Raumwellenmagnitude MB machen. Das sehen Sie unten links. Remote Sensing Daten kann man auswerten für Oberflächendeformation unten in der Mitte. Das war übrigens der Schritt, aus dem man dann abgeleitet hat, dass durch den 2070er Test der Berg, in dem dort getestet wird, so massiv geschädigt wurde, dass erst einmal keine weiteren Tests möglich sein könnten. Und last but not least, um nachzuweisen, dass es sich wirklich um eine Nuklearexplosion gehandelt hat, können wir Atmosphäre-Transportmodellierung betreiben, das dann mit einer Verzögerung von ein paar Tagen und Wochen, mit dem Ziel, Radionukleide in der Atmosphäre zu monitoren. Das nur als Überblick, was alles noch möglich ist. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Zusammenfassend können wir sagen, selbst mit einfachen Standardtechniken haben wir hier schon sehr viel Information rausziehen können, was Lokalisierung und Frequenzgehalt betrifft und damit auch unsere ersten Schlüsse ziehen können. Elaborierte Techniken haben das untermauert und wir können uns jetzt sicher sein, ja, das war ein Test. Für uns als nationales Datenzentrum kommt jetzt der nächste Schritt, dass wir die Informationskette in Gang setzen. Das Auswärtige Amt möchte informiert werden, der Botschafter in Wien, natürlich die CDBDO in Wien und noch eine ganze Menge Interessenten mehr. Gestatten Sie mir noch zwei letzte Randbemerkungen. Das hier war jetzt ein Beispiel vom DBRK-Test von 2017. Der Teil mit der Informationskette ist hier dann natürlich nur noch formal, weil dieser Diktator am anderen Ende der Welt sehr stolz ist. Und bevor wir hier mehrere Zeitzonen hinter Nordkorea überhaupt uns aus dem Bett bewegt haben und einen Blick in die Daten geworfen haben, ist der schon vor Stolz geplatzt und hat selber eine Pressemitteilung lanciert. Bei anderen Staaten, wo man vermutet, dass sie vielleicht vorhaben, irgendwann mal einen Test zu machen, ist das natürlich anders. Und dann muss diese wissenschaftliche Auswertung wirklich hieb- und stichfest sein, dass man nachweisen kann, dass es ein Test war, weil zu vermuten ist, dass es abgestritten wird. Und die zweite letzte Randbedingung, an der Stelle ist für uns als nationales Datenzentrum die Pflicht getan. Alles, was danach politisch kommt oder nicht kommt, ist nicht mehr unser Job. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und nehme Ihre Fragen gerne entgegen.